Migrationspolitik. EU-Länder einigen sich auf Krisenverordnung. Ukraine meldet Fortschritte im Süden des Landes bei Saporischschja. Mehr Solidarität zur Bewältigung der Migrationskrise in der EU. Die Mitgliedstaaten haben sich nach langen und komplizierten Gesprächen zwischen ihren Botschaftern auf eine neue Verordnung zur Bewältigung des plötzlichen massiven Zustroms von Migranten an den europäischen Grenzen geeinigt. Die sogenannte Krisenverordnung wird es den Mitgliedstaaten an der Grenze ermöglichen, Asylverfahren zu beschleunigen, wenn zu viele irreguläre Grenzübertritte stattfinden, aber auch die Last der Aufnahme mit anderen EU-Ländern zu teilen. Die letzten Details des Textes müssen nun mit dem Europäischen Parlament ausgehandelt werden. The point of the European Parliament is binding relocation programs ordered by the Commission, by an EU coordinator for relocations. But I know that there's resistance within the Council, so we gotta come towards each other's direction, so that we build a compromise that results in some form of effective, credible solidarity, not solidarity à la carte. In der Tat sind nicht alle Länder mit der Umverteilung von Asylbewerbern innerhalb der EU einverstanden. Polen und Ungarn stimmten gegen die Vereinbarung. Die Tschechische Republik, Österreich und die Slowakei enthielten sich. The entry of illegal migrants into Europe is not something that we should tolerate. We need to strengthen our border controls. And the Central European countries say no to the relocation of people who illegally entered. And then other countries want to pass them on. That's not going to work. It hasn't worked, and it's not going to work in the future either. Die Krisenregelung war das letzte Puzzleteil des Migrationspakts, auf das sich die Mitgliedstaaten einigen mussten. Nun hoffen sowohl der Rat als auch das Parlament, die Migrationsreform bis Ende des Jahres abschließen zu können. Der ukrainischen Armee sei es gelungen, mehrere russische Frontlinien im Süden in der Region Saporischschja zu durchbrechen, gab ein General bekannt, der die ukrainische Gegenoffensive leitet. Kiewer Spezialeinheiten meldeten außerdem einen Vorstoß auf die von Russland annektierte Halbinsel Krim unternommen zu haben. Präsident Volodymyr Selenskyj gab unterdessen nach seinem Truppenbesuch in Kharkiv einen Ausblick auf die kommenden Monate. Ми робимо все, щоб дати Україні більше систем ППО перед зимою. І зараз, до речі, очікуємо певні рішення від наших партнерів. Але вся робота в регіонах, яка стосується фізичного захисту критичних об'єктів та термінової відбудови, повинна бути проведена максимально за час до зими. In den USA streitet der Kongress über weitere Ukraine-Unterstützung. Das nächste Hilfspaket liegt auf Eis. I know there are a majority of members of the House and Senate in both parties who have said that they support funding Ukraine. With your, I'm going to be announcing very shortly a major speech I'm going to make on this issue and why it's critically important for the United States and our allies that we keep our commitment. Das russische Verteidigungsministerium hat Drohnenaufnahmen veröffentlicht, die Angriffe auf ukrainische Stellungen bei Avdijewka in Donetsk zeigen sollen. Mehrere ukrainische Soldaten sollen dabei getötet worden sein. In Russland haben an diesem Mittwoch landesweit Sirenen geheult. Auch im Fernsehen wurde das reguläre Programm unterbrochen, um Notfallwarnungen auszustrahlen. Die groß angelegte Aktion war ein Test für den Ernstfall, mit dem die Bereitschaft der Notfalldienste getestet werden sollte. Die Übung folgt nach einer Reihe von ukrainischen Drohnenangriffen auf Moskau und andere russische Städte. In Wolgograd, 400 Kilometer östlich der Ukraine, nutzten die russischen Behörden die Gelegenheit, um einen Schutzraum zu testen. Es existiert als Ukraine, es ist Osolkovo, es ist von solchen nicht guten Dingen, sagen wir so, und entsprechend von Himsзащиты, von Radiation. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums hatte die Luftabwehr am frühen Morgen mehr als 30 ukrainische Drohnen in der Grenzregion zwischen den beiden Nachbarländern abgefangen. Moskau warnt, dass die zunehmende militärische Unterstützung der Ukraine durch westliche Verbündete auch andere Atommächte erfassen könnte.
Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev hat sein für diesen Donnerstag in Spanien geplantes Treffen mit dem armenischen Regierungschef Nikol Paschinyan abgesagt. Aliyev war unzufrieden mit der jüngsten Unterstützung aus Europa für die Regierung in Erivan und wird daher nicht nach Granada reisen. Dort findet ab Donnerstag das dritte Treffen der Europäischen politischen Gemeinschaft statt. Armeniens Regierungschef bedauerte die Absage des geplanten Treffens. Es wäre das erste seit der militärischen Operation Aserbaidschans in Bergkarabach gewesen, die zu einem Massenexodus der dort lebenden Armenier geführt hat. Nach dem Busunglück in Venedig mit mehr als 20 Todesopfern haben die Behörden Schwierigkeiten, die Leichen zu identifizieren. Unter den Opfern sind viele junge Menschen, darunter ein anderthalbjähriger Junge und ein 11-jähriges Mädchen. Auch Deutsche waren in dem Bus, bestätigt das Auswärtige Amt. Das Fahrzeug stürzte aus noch ungeklärter Ursache von einer Brücke auf Bahngleise und ging sofort in Flammen auf. In questo stato, da anni che è in questo stato, che dicono manutenzione, hanno fatto così, però hanno cominciato da poco a fare la manutenzione, però la sicurezza la... Adesso ho notato che ci sono dei pezzi di guarderai arrugginiti, staccati. Der Elektro-Shuttle-Bus mit Touristen an Bord war auf dem Rückweg vom historischen Zentrum Venedigs zu einem Campingplatz. I feriti sono tutte persone giovani. I familiari stanno arrivando, essendo tutti pazienti stranieri, c'è bisogno dei tempi di percorrenza, quindi stanno piano piano arrivando. Die Staatsanwaltschaft von Venedig ermittelt und hat angefangen, mit verletzten Überlebenden zu sprechen. Allerdings seien nur wenige in der Lage, Auskunft zu geben. Sie berichten, dass der Fahrer eines anderen Busses der Erste war, der erste Hilfe leistete und einen Feuerlöscher von der Brücke warf. Chris Anders ist Berliner und genießt die Vielfalt in seinem Kiez. Wie viele andere auch, hat es eine Weile gedauert, bis er Wurzeln schlagen konnte. Auf der Suche nach einer bezahlbaren Wohnung lebte er lange Zeit zur Untermiete. Feeling like you can never find home in this place, never settle down. And I lost control of my life, or it felt like that. I was worried all the time, couldn't sleep. Always on the lookout for a new place to stay. Chris Anders macht mit bei der Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, die vor 2 Jahren erfolgreich einen Volksentscheid zur Enteignung großer Immobilienkonzerne in Berlin durchführte. Umgesetzt wurde er bislang aber nicht. Deswegen soll eine zweite Abstimmung stattfinden, die diesmal direkt in ein Gesetz zur Vergesellschaftung mündet. Die Lage auf dem Berliner Wohnungsmarkt hat sich seit 2021 deutlich verschlimmert. Die Mietpreise steigen seit Jahren, während das Wohnungsangebot schrumpft. The city set up a commission to look at how the initial referendum's decision could be applied. The commission said that expropriation could happen in exchange for payments, but activists are afraid that such a plan will not be put into action. Deswegen wollen die Initiatoren der zweiten Befragung ein rechtssicheres Gesetz vorschlagen, das schnell umgesetzt werden kann, wenn es genügend Stimmen erhält. KritikerInnen bemängeln, dies würde nicht dazu beitragen, den Bau neuer Wohnungen zu fördern. Der Krieg in der Ukraine hat die Kosten für Baumaterialien in Deutschland in die Höhe getrieben. Einige Unternehmen haben Insolvenz angemeldet, andere Bauprojekte gestrichen. Dieser Experte meint, das Enteignungsgesetz würde die Schaffung neuer Wohnungen noch mehr einschränken. It would decrease all the motivation for investors, because you always have to have the fear that the public side first of all will take away your housing that you had invested on, and it wouldn't be a secure investment, because you don't know how long you can have these houses in order to refinance your investment. Chris Anders sagt, die Preise für neue Wohnungen seien für viele unerschwinglich. Seine Gruppe konzentriere sich auf den Schutz von Mietern, die Gefahr laufen, aus ihren Wohnungen verdrängt zu werden. You gotta secure somehow that people could at least stay where they are in the social networks, in their flat, their home, the place they used to live. Frankreich setzt jetzt auch auf Spürhunde, um Bettwanzen in Zügen und der Pariser Metro ausfindig zu machen. Zuletzt hatte es Dutzende Berichte über die Anwesenheit der gefürchteten Blutsauger in öffentlichen Verkehrsmitteln gegeben. Damit geht die französische Regierung nach ersten Abwiegelungsversuchen in die Offensive, auch wenn laut Verkehrsminister kein Grund zur Sorge besteht.
Parfois, ces signalements sont liés au fait qu'on a beaucoup parlé du sujet, mais il faut les prendre au sérieux. Une dizaine de signalements, ils ont tous été vérifiés et zéro cas avéré. À la SNCF, il y a eu 37 cas de signalement dans les trains ces derniers jours. Tous vérifiés, zéro cas avéré. Dennoch breitet sich in Paris langsam aber sicher die Bettwanzenpanik aus. In gut 9 Monaten beginnen die Olympischen Spiele. Für die beliebte Touristenmetropole wäre ein massiver Schädlingsbefall ein Desaster. Deswegen hat die französische Regierung in den Aktionsmodus umgeschaltet. Beim Kabinettstreffen am Freitag soll es zum Thema Bettwanzen Entscheidungen und Orientierung geben. Verkehrsminister Bohn kündigte zudem eine Art Frühjahrsputz in den öffentlichen Verkehrsmitteln an, rechtzeitig vor Olympia 2024. Hunderte von palästinensischen und israelischen Frauen haben in Jerusalem eine Kundgebung abgehalten, bei der sie ein Ende des israelisch-palästinensischen Konflikts forderten. Anschließend marschierten die Demonstrantinnen zum Toten Meer im besetzten Westjordanland, wo sich ihnen weitere Menschen anschlossen. Organisiert wurde die Kundgebung von der Allianz für den Frieden im Nahen Osten. Die anhaltende Gewalt im Nahostkonflikt, der seit dem vergangenen Jahr eskaliert ist, und die mangelnde Bereitschaft, an den Verhandlungstisch zurückzukehren, haben einen Frieden in weite Ferne gerückt. Im brasilianischen Amazonasgebiet sind etwa 125 tote Süßwasserdelfine entdeckt worden. Die Art der Amazonasdelfine ist vom Aussterben bedroht. Die Behörden gehen davon aus, dass ihr Tod mit der aktuellen Hitze und Trockenheit in der Region zusammenhängt. Zuletzt waren Wassertemperaturen von 39 Grad Celsius gemessen worden. Auch Fische sterben massenweise. Sie sind eine wichtige Nahrungsgrundlage für die hauptsächlich indigenen Menschen, die hier wohnen.